Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier mal wieder zu Berlin Traffic. Mit dabei haben wir den Steven. Hallo. Wir haben den Phasus dabei. Hallo. Und den Hobbyfilmer. Hallo. So, und zusammen, wie gesagt, sind wir alle gegeneinander. Ihr seht, das Spiel beginnt jetzt auch schon. Ich muss mal hier ganz kurz was gucken, denn hier funktioniert irgendwas nicht. Ihr könnt ruhig schon weiterspielen. Ah, das macht Sinn. Okay. Jetzt klingelt das jetzt schon. Nein, das ist das Falsche. Das wollte ich nicht. Oh, das geht wieder gut los hier. Bio, du bist dran. Ja, jetzt warte bitte. Mein Gott. Es sind einfach 20.000 Fenster hier. Klasse. So, naja, dann machen wir jetzt erstmal hier. Jetzt geht schon. Ja, es geht schon gut los. Es geht schon wieder gut los. Geht spektakulär los. Aber mir auch. So. Oh, Leute. Das ist immer so eine schöne Sache hier, wenn du hier... Ey, was ist denn das? Geh doch mal bitte kleiner, du komisches Fenster hier, wirklich. So, 5. So. Ja, zu dem Spiel müssen wir natürlich nicht mehr groß sagen, ne? Also es sollte mittlerweile bekannt sein. Also ich kenne das noch gar nicht, erklär mal, wie das funktioniert. Genau. nee. Wir wollen ja nicht direkt so böse anfangen. Lieblingsspiel von Phasus. Ich komme gar nicht dazu, hier alles einzustellen. Hier. Das Problem ist, mein Würfel ist halt, mein Logo ist 3x2, das macht so richtig geile Ausbeute. Ah, lieber geht es andersrum. Oh. So, eine 2 haben wir. Ich bin gleich für euch da, bloß das Problem ist irgendwie... Ernsthaft? Was ist? 2-2-2-1. Mein Logo ist weg. Oh, geh doch mal hier weg hier. 2-3-4-5. Was? Guck mal, Steven ist gleich schon wieder im Innenring. Ja. Schon kurz vorm Ziel. Blöde. So, blöde S-Bahn. Na komm her. Guck mal lieber auf Steven. Das Bus, der ist schon ein bisschen weiter. Kaching. So, 1 und 2 haben wir. Oh, der Fokus hier. Ja, ich bin hier, ich bin auch Ziel, weißt du? Aber irgendwie ist mein, ich weiß es nicht, das ist, mein Logo ist einfach weg. Verschollen in den Untiefen des 1080p-Daseins. Was Oldschooles hat heute keiner mehr. Full HD, was ist das? Kann man das essen? So. Ja, jetzt heißt es 4K, heißt es neu. Ich verstehe das nicht, wo das hin ist. Das ist weg. Weil Berlin Traffic mit. Oh, die Steven Armee kommt schon mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hinterm SD 200. Ja. It's your turn. Ja, geil, weißt du, es geht schon wieder richtig schnell los hier wieder. Ja. Du hast dich die Zone darüber beschwert, dass du kein 1 bekommst. Ja, da, du cheatest ja auch, du tippst es ja ein. Siehst du? Verrat das doch nicht, wenn du aufnimmst, also wirklich. Jetzt haben wir alles Steven enttarnt. Ja, dass die S-Bahn so dicht ist, gefällt mir wieder nicht. Nee, die tut ja erstmal nichts, die S-Bahn. Hoffe ich mal. Weißt du, Hobbyfilmer, wir haben doch eigentlich beide dasselbe Ziel, wir wollen in die Mitte kommen. Und ich würde sagen, erstmal auf dem Weg zum gemeinsam zusammenstehen. Aha. Dann hoffe ich. Aha, dein, ich glaube auch Phasus. Ja, dein Wort Gottes Ohr. Dein Wort Gottes Ohr. So eingemauert.
So. Ja, wir hatten mal wieder Bock drauf, mal wieder ein bisschen Berlin Traffic. Phasus kommt immer damit um die Ecke und sagt hier, komm, lass doch mal wieder Berlin Traffic spielen. Und Bio ist wieder raus, einmal. Und jedes Mal, wenn ich mir dazu denke, so, ach ja, warum nicht, ist ein Steven da und der ärgert mich halt permanent. Der ist halt. Das nicht. Wenn, dann muss es auch Spaß machen. Sein einziges Ziel ist es, die Bio zu zerstören. Ja, das Bio-Terrarium zerstören. Und dann wird auch so ein Short-Spiel mal eben schnell ein Spiel, was fast eine Stunde lang geht. Also es ist dann mal nicht mehr so wirklich Short. So, Noch weißt nie erlebt. du? Ja, den haben wir natürlich, der Hobbyfilmer, der eigentlich immer Straßenbahn ist. Und der hat auch schon einen speziellen Namen, den wir jetzt nicht weiter nennen wollen. Das wird bestimmt noch ein paar Mal fallen, der Name. Gehe ich mal stark davon aus. Und ja, der Phasus, der ist halt immer hier so für mit seinen komischen S-Bahn da unterwegs und Komische S-Bahn, hallo, geht's noch? So, guck mal, Hobbyfilmer, ich weiß dir jetzt, dass ich so loyal bin und dich nicht rauswerfe, indem ich erstmal neu setze. Okay. Okay? Ja, also. So. Ist das erlaubt? Dann dürfen wir das Dann auch geht. machen, Steven. Ja, bin ich auch dafür. Ich mach's auch nicht, ich bin auch so zahm. So. Nee, für euch beide ist das verboten. Ja, Der Ärger genau, für ist uns ganz oben beides ist es drin. verboten. Genau. Genau. Eine Ausnahme gilt für Bio. Ja, S-Bahn und Straßenbahn haben sich einen Friedensvertrag unterschrieben. Genau. Steven, nach links einmal Ja, bitte. ich wollte schon sagen. Aber man muss dazu sagen, ihr könnt das Spiel natürlich kaufen, ne? Ist auf Steam, ist verfügbar für 5 € oder sowas, kostet 4,99 €. Das ist das zweite Spiel von Oreo Software. Das erste ist ja hier dieses United Nations, was wir uns so bestimmt mal im Livestream jetzt angucken werden zum 2000 Abonnenten-Special. Und ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ne? Also ich finde, die Spiele so viel zwischendurch kann man echt mal gut ja, Zeit lassen, auf jeden Fall. So, da geht ein Abend schnell rum, wenn du die Gruppe natürlich voll hast. Und ja. Jetzt machen wir die Tür auf. Kumpelchen macht bei Stiefen. Okay. Genau, bei Steven immer zu Das machen. war wieder sehr helle, ja, danke. Da wusste ich doch, was ihr sagen wollt. Ich kenne eure Gedanken schon auswendig. Ja, genau. Mich nervt es, dass mein Logo nicht da ist. Wieso ist mein Logo nicht da? Mann. Ich hab's ausgeliehen. Nicht schön. Eine zwei. Nach dem Friedenvertrag mache ich hier nichts. Wenn ich die Ossi nicht rauskomme, Ist nicht da, es ist einfach nicht da. Das gibt's doch gar nicht. Mein Logo ist nicht da. Bio, du bist dran. Ja, ich weiß. Ich sehe das. Gut. Ich sehe. So, wie wir das schon mal sehen, ne, kommt da hier mit der S-Bahn schon ganz schön nah ans Ziel, ne? Ach Quatsch, erzähl nicht. Ja, es kann die U-Bahn und der Bus zusammen machen und passt noch Ja, 2 Hobbyfilmer, gegen guck mal 2. jetzt. Wo? Jetzt kannst du vor der Saar weg machen. Und Und platziert sie jetzt. hinter dir, wenigstens Nein! leise. Ich würde hier aber liegen. Ja. Also, Grundregel Nummer 1 bei Berlin Traffic: höre niemals auf. Was, höre niemals auf wen? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Höre niemals auf wen? Höre auf Steven. Ach so. Ich studiere dein Mach immer Feind. genau das Gegenteil, was Steven sagt. Wie heißt es? Studiere dein Feind, was? Dann fahr so das Spiel bitte weiter, ne? So, ich spiele doch weiter. Du sollst doch das Gegenteil machen. Ach so. 1, 2, 3. Nee, geht nicht. Dann gucken Ja. So schnell kann es gehen hier. So, geil. Eine 1. Damit kommt, guck mal, da ist ein Bus, der würde gerne noch einmal rausgeschmissen werden. Wir haben auch einen Friedensvertrag Also, du möchtest abgeschlossen. rausgeschmissen werden?
Nein, das ist ein Bus. Ja. Hast du nicht einen Zug zum Kicken? Steven? Ja, das wäre jetzt ein bisschen auch für genau Aufnahme. Ich weiß, habe ich. Ich weiß, ich mag solche Spiele. Eine... Ich habe schon gesagt gehabt, weil wir haben ja, das ist schon die zweite Runde, die wir jetzt spielen, die erste Runde, gesagt, ich habe, es wird mal Zeit so für Monopoly. So Lotus Edition. Das wäre doch geil. Dann kann der Steven nämlich schön cheaten, alle landen auf der Schlossstraße und dann geht's los. So unauffällig. 1, 2, 3, das passt wieder nicht. 1, 2, 3, 4, das passt auch nicht. Ja. Bio, kannst du eigentlich auch mal mithelfen? Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Kannst du auch mal mithelfen? Ja. Das klingt ja super. Ich helfe euch auch mal ein bisschen mit, ne? Im ironischen Sinne. Ja. So geht das, Bio. Ich würde ja sagen, ne, aber wir müssen uns ja hier ein bisschen... Ach so, übrigens, jetzt sind wir hier schon bei 11 Minuten. Noch waren wir ruhig. Wir wollen ja aber mal alle informieren, dass wir können Wörter fallen, die so nicht für Kinderohren gedacht sind. So, ja, so, also... Was? Ist noch nie passiert. Nein, überhaupt nicht. Eine 6... Ja, genau. Also, wenn da durchkommen möchte, ist unmöglich. Der Bus kommt hier nicht durch. Bio, ey, ne? Nee. Ja, alles allein machen muss. Ne, 2. Boah, so kann man es natürlich auch machen. Ich hab da gerade so was anderes im Auge. Das funktioniert noch nicht. Bio ist nicht am Arbeiten interessiert, sondern der möchte, glaube ich, lieber hier ein bisschen ab. Eine. Eine 1 oder. So, ich muss mal die Mauer wieder abreißen. Und eine 2. Genau, die Mauer muss weg. Genau. Hast du gegen die Mauer? Barrieren waren in Berlin. Barrieren waren in Berlin noch nie so richtig gern gesehen. Eine Stück Mauer steht da sogar bei uns in Stuttgart rum. Das war jetzt aber nicht schlau, Steven. Doch. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, dann nicht. 1, 2. Fährst du einmal Richtung Gesundbrunnen da oben? Weiß ja auch nicht. Oh, Bio kann auch mal eine Headshaving machen. Glaubst du ja nicht. Ne? Dann sind wir eingemauert. Dürfen wir 40 Jahre auf Bananen machen? Soll ich mich mal selber raus? Probier's mal. Das funktioniert ja. Ich mach doch immer genau das Gegenteil von dir. Du hast gesagt, probier mal, weil ich natürlich das Gegenteil machen müsste. Ich weiß. Probier mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Oh nee, sag das jetzt vielleicht nicht so. Nee. Dann werde ich dir nachher noch gesagt, du hättest irgendwelche Rechte von irgendwelchen Disney-Songs. Richtigen Verletzung. Und so eine komische Band, die dann sagt, das geht nicht. Boah, ist das dein Ernst, Alter? Wirklich? Ja, wir gründen ich helfe euch immer gerne. Das wisst ihr ja. Wir gründen unsere eigene Band, die ÖPV-Band, oder was? Ja. Ach, meine Güte. Was willst du denn singen? Straßenbahn und Busse, oder wie? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, komm doch her. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hab die Straßenbahn verpasst, oder was? Fahr rückwärts. Was hast du? Hätte rückwärts fahren müssen. Ja, das stimmt. Ja, das macht. Nee, das wäre blöd gewesen. Irgendwie sinnvoller. Es gibt sogar einen Straßenbahn-Song. Wenn ein alter Schinken. Ich muss auf dem Linie 5, oder was heißt? Ja. Aber jetzt ist Steven auch ganz schön faul mittlerweile. Und eine. Also, hier die Haare weg. Einfach eine 3. 1, 2, 3. Und es ist eine 3. Ja, perfekt, Hobbys. Wir schaffen das. Jetzt mach hinter dir, mach zu. Nein, das macht doch keinen Sinn. Du kannst dann ihm nicht einfach den Weg frei machen. Sonst gewinnt er doch. Ich würde einfach links noch einen hinsetzen. Beziehungsweise hinten davor Stevens Bus ein. Ja, der sich aufstehen, der sonst gewinnt. Ja.
Das ist ja doch bescheuert. Das ist so ein Knapper. Das hat jetzt nichts gebracht, leider. Hobby. Ja, da hat er schon 1, 2. Schon. Da kommt er eh nicht mal vor. Na gut. 1, 2. Pumphasis. Stech ihm voll das Messer in den Rücken. Weißt du was? Du bleibst hier schön zurück, ja. Nur. So. Nicht, dass der Weg für Bio zu kurz wird, da links. Ne, 1, wie schön. Das kann ja keiner wollen. Ah, das war nicht für mich. Eine 3. Drei. Du musst das Haarschild wegnehmen. 1, 2, 3, das Haarschild vor der S-Bahn. Das genau. Das Haarschild vor der S-Bahn musst du. Warum nein? Warum nein? Das Haarschild vor der S-Bahn. Oh, schreien ist so rum. Dann was von der S-Bahn? Dann die Baureihe hier 481 da. Da deine Zuschauer, die sind noch nicht schwerhörig. Ja. Hey, hier ist ein, hier ist ein. Nee, der ist... Ey, das ist 1, 2, 3. Guck mal, Steven hat auch ja gesagt, also du musst das nicht machen, weil du machst ja immer genau das Gegenteil von dem, was das Steven sagt. Das Haarschild vor der Taucherbrille. Das Haarschild. Und ja, Bio, der hat das Spiel noch nicht richtig verstanden, aber. Also das. Ist Anfängerfehler, das kann man vielleicht eventuell verzeihen. Und was habe ich davon? Auch nichts. Gar nichts, deshalb, ja, die wollen ja nur dein Ohr. Ja. Ja. Fahr mal lieber und mit einem anderen Tram Richtung. So kann man es Wusch, man hätte ihn zwar frei gemacht, aber dann. Muss hier vorwärts. Bio, ich würde ihn auf, oben auf das rote Feld über dir setzen, weil dann kann Steven nicht so schnell angreifen. Weil der ist ratzfatz durch und dann ist deine U-Bahn weg, das sage ich dir gleich. Ich lasse mich nicht volltexten. Wieso, das ist so ein gut gemeinter Ratschlag. Ich gebe immer sehr gute Ratschläge. Ja, ja, genau. Alles klar. Ja, fahr. Vor allem, ja, fahr nur wenn die Traffic spielen, dann musst du immer auf mich hören. Das hat noch nie irgendwie negative Folgen. Nach rechts eine Hypnose von Phasus. Und mich wundert mich, dass der O405 nicht gelb ist, sondern blau, gell? Da steht ja noch ein Betriebshof. Das habe ich extra nicht gemacht. So die Dinger da drin. Ja, dann gehe ich halt links lang, das ist mir doch egal. Ja, genau, aber der nächste kann links noch einen hinmachen. 1, 2, 3, 4. So weit kommen die eh nicht mehr. Bio, Alter. Kapier ich auch nicht mit euch. Ich brauche halt meine 1, dass ich jetzt mal das blöde Haar wegbekomme da oben. Das reicht nicht ganz. Weißt du, der Steven ist der umrundet hier das Zentrum dran mit allen Bussen. Ne? So, macht hier Stadtrundfahrt. Hier vom Bus, ich weiß. So, ja. Für mich also manche Sachen ergeben überhaupt keinen Sinn, ja. Ob das keinen Sinn geben? Na, dein Haarschnitt war gerade total. Doch, no, war schon mega schlau. Nein. Weiter so machen. Steven, es reicht, ja, du musst jetzt hier nicht weiter kommentieren. Es hat keinen Mehrwert für den Zuschauer. Wir wollen doch keine Shitdowns haben. Auf Nummer 1. Was ist das eben? Das ist ganz schön schwer, da jetzt irgendwie noch zu wissen, wo man sie jetzt platzieren soll. Jawohl, geht doch. Ja, jetzt hoch, Hobby, genau. Und hinter dir, los. Nein, du bist im Innenring, da ist Freundschaft nein. Vorbei. Ach, erzähl nicht. Nee, da macht ja keinen Sinn.
Da Regel Nummer 1, höre nie auf Steven. Oh, Alter. Er macht das wirklich nicht? Ist das sein Ernst? Wirklich? Soll man da noch irgendwas zu sagen? 1, 2, 3. Das ist so traurig. Oh, ja, boah. Ja, welchen Arsch ist die U-Bahn S-Bahn zugeparkt, aber ich bin ja kein Arsch. Ja, siehst du. Du wirst schon mitkriegen, wenn er dich raushaut, weil irgendwann ist Freundschaft zu Ende. Ist immer zu Ende, die Freundschaft. Ja. Krieg wieder eiskalten Messer in den Rücken. Hoffen wir mal nicht. Dass so ruppelos ist. Zwei, ich sehe, drei, jetzt, vier, jetzt kommt Steven ran auf den Meter hier. So, ich bin gar nicht. Dachte ich, bin das. Nein. Ja, das ist schon richtig gefreut. Ich kriege nur zwei hier. Nur, in Anführungszeichen. Die helfen sich sowieso untereinander, oder? Eigentlich müsste ich doch jetzt nicht irgendwie. Versteh mal. Zwei nee, gegen zwei. Keiner. Also ich noch nicht verstehe, ihr habt euch noch nicht einmal gegenseitig. Ne, das ist gut, ne? Das ist unmöglich eigentlich. Oh, ist das ernst? Oh, Phasus. Schade. Ja, kann das eine Haarschild da weg? Ich will gerne diesen SD202 da raus haben. Wieso? Wie kommt er darauf? Wo hat er denn S-Bahn? Achso, da. Achso, Wieso kommt er da bloß drauf? Da stellen wir uns mal dumm und überlegen mal. Ah, du kannst doch etwas skippen, ne? Nee, ich denke ja schon ein bisschen weiter. Naja, in der Wetter stehen. 1, bitte schön, und es ist eine 5. Katsching! Es kommt Bioschen. Oha! Das hat zwar nichts gebracht, aber egal. Das interessiert mich doch nicht, ob das irgendwas bringt, weißt du? Da eure Taktiken bringen auch niemandem was! Jetzt ist die Frage, setze ich die zwischen Bus und U-Bahn, oder? Nee, vor dir. Aber ich mache genau das Gegenteil, was du gesagt hast. Also hinter dir? Nee, das Gegenteil kann ich mir nicht aussuchen. Achso, das Gegenteil darf man sich aussuchen. Alles klar. Ach so. Ja, jetzt wird ein Schuh draus, natürlich. Das ist für euch ein bisschen höhere Mathe. Was ist das, eine Pussy hatte Angst vor uns? Oh, Entschuldigung, und das wollte ich gar nicht sagen jetzt. Und wieder ein Video, das werden kann. Ja. Und wer ist schuld? Der Bi. Nein. Eine 1 und es ist eine 1. Geht doch. Oh, weg das Sessa. Hast du dann so, die S-Bahn hier da unten mal wegnimmt, aber ist die rote? Nein. So eine S-Bahn. Ist er jetzt wegen schlau genug, sie hinter sich zu platzieren? Nein, links hier. Links, Bus und die U-Bahn, die sind deine Gegner, die. Das ist. Der ist so link, der Phasus. Der ist so richtig link, der Phasus. Und Hobbyfilmer hört. Oh mein Gott. Der hört auch noch, weißt du? Wo du so denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich verhöre euch auf den Vizechef. Ich klinge wie so ein altes Ehepaar mit Steven und Bio. Jetzt sei doch mal ehrlich, es gibt doch absolut keinen Sinn, was er gerade gemacht hat. Ihr tut so, als ob er hier die größte Lebens... Obwohl, ich muss mich ja sowieso korrigieren, wir spielen ja nicht mit Hobbyfilmer, sondern wir spielen mit Hobbyflimmer. Hobbyfasus. Also. Nein, du hast den Namen falsch geschrieben. Ich hab nur auf dem Vizechef gehört. Ja, ist gut, Hobbyflimmer. Ich muss die Frage, ob das beim Vizechef nach der Runde bleibt.
Dieses Risiko musst du jetzt eingehen, ja. Oder ob der Chef und Vizechef die Position wechseln. Und ist er jetzt schlau? Nein, leider nicht. Ich gebe die Hoffnung auf. Guck mal da. Oh mein Gott, ey, warum? Aber jetzt haben wir die Tür offen. Los, 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 los. Attacke! Ja, danke. Wobei, er kann das Horshit, ja. Oh. Ja. Die Tür ist offen. Attacke, ne? Jetzt aber, jetzt geht's los. Was jetzt kommt die. Ja. Eins, zwei, so, drei, vier, fünf. Eine 5 oder eine 6? Würde mir schon reichen. Ein Piep. Hobby, füll mal los. Ja, mach mal was schneller. Ah, ne, Flimmer, sorry. Flimmer, genau. Flimmer. Guck mal, jetzt gehst du drei nach links da im Innenkreis und dann machst du auf den roten Punkt den Haar. Nein. Drei nach links und auf den roten Punkt den Haar. Oh Gott. Nein. Nein. Hör nicht. Oh, ist das ein Mein Gott, warum? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich hätte eine 6 gehabt. Oh, Mann, ich bin so. Obi-Film war sehr gut gemacht. Ja. Du kannst das gut, Spiel auf jeden Fall gut verstehen. Ja, genau. 3, 4, 5, 1, oh Gottes Willen. Kann nur heulen. Ob das eine Bevölkerung bringt, eine andere Geschichte. Also, Leute, man muss hier dazu sagen, Ziel ist, wenn einer gewinnt, nicht wenn man im Team gewinnt, ja? Also für alle Zuschauer, die jetzt hier vielleicht noch dabei sind, ja? Einer gewinnt nur, nicht zwei. Das bin ich. Und fasst uns gerade die Rolle des Opfers aus, ja? Und bittet andere Leute, ihm zu helfen. Clever gedacht. Nein, hallo, wir machen Nein. Ach, Bio, weißt du was? Du redest zwischen uns immer so, dass ich weiß. Nein, ich rede Hobby. Guck mal, jetzt im Innenkreis 3 nach links und dann unten in der Mitte unter dem, über diesem Haar, beim Festhängen, das Haar hinsetzen. Verstanden? Nicht wirklich. Du gehst mit deiner Straßenbahn im Innenkreis. Nach links, 3 Schritte, dann hast du das Haar verstehe. Da und das Haar setzt du jetzt einfach einen Schritt rechts. Oh, ey, wenn du das machst, ne? Oh, Alter. Oh. Also, dann. Dann ist vorbei, ey. Nein, hör nicht auf die. Einen Schritt jetzt rechts daneben. Das rechts ist hier. Genau. Oh Gott, das will. Gott sei Dank haben wir das alles hier auf Video, ja? Das wird alles aufgenommen. Weißt du, Hobby, wie viele, die ärgern sich wirklich mit. Ja, das hat sich schon mal gut. Das tut einfach nur weh. Jetzt geht's um die Wurst. Euer komisches Geheul tut mir weh in den Ohren. Oh, alles geil. Ich sag ja, wie so ein altes Ehepaar, was vorspielt, das hätte schon 1000 Jahre. Ja, noch zu klingeln. Ich muss mich hier konzentrieren hier. Einzeit. Ding dong. Gibt's doch nicht schon wieder in 2. Na komm, mach doch die Haltschilder weg, nimm dem ST202. Wieso? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja klar, dann kommst du näher ans Ziel. Nee, redest was von Sinn machen? Das ist interessant, das ist interessant. Ja, macht zumindest mehr Sinn, als das, was ihr macht. Ach so. Mal einzureden, dass ihr irgendwelches böse Zeug Dass du macht. Böse bist, meinst du? Dass du böse bist, ja? Ja, ich bin überhaupt nicht böse. So. Was? Jetzt wollen wir mal überlegen, wie wir hieß der damals bei die Schlümpfe? War das nicht Gargamel? Gargamel war ne? Ja, Gargamel und Astrael. Kleine Katze. Ja, ja, Phasus, Gargamel. Gargamel. Was lachst du, Hobbyflimmer? So. Haben wir die erstmal eingekesselt und. Ich kann das können sie sich nicht. Zu zweit erstmal freuen. Ja. Guck mal, das Haarschild da. Geht halt. Vielen Dank. Mach mal alle. 1, 2, 3. Ich suche mal ein bisschen den Bus. Schon wieder eine 6, Alter, ernsthaft? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo einmal
Ich bin ummauert. Ja, und Bio ist der Papa-Schlumpf. Das hättest du gerne, wa? Ja. Nee, nimmst du dann. Mach mal, ja, genau, perfekt. Ich weiß, was das kommt. Ich hätte es für eine U-Bahn gemacht. So, ich brauche eine 2 oder eine 5, wa? Auch eine 1 oder eine 1? Ich habe nur 1 gestern. Eine 2, aber du kannst das Haar wegmachen hier und das dann vor die U-Bahn setzen. Unter dem Hör doch nicht auf ihn. Denk doch mal, na, nutze mal dein Ego. Steven, was war das wieder? Weißt du, ich denke da mit, verstehst du? Ich vereine mir das. Das glaubst du, ja. Aber die Wahrheit ist eine andere. Faust, das hat mich in Hinose. Das Schlimme ist, was Aurelius Software hier geschaffen hat, dieses Spiel zeigt, wie der Mensch wirklich tickt. Das ist der Hintergrund von diesem Spiel Berlin Traffic. Das ist der Hintergrund. Da kommt die Ausgeburt in der Hölle kommt des Menschen hervor hier. Psychotherapie. Jetzt weißt du, wie dein Vizechef ticken tut. Das wusste ich, glaube ich, schon vorher. Das wusste ich gleich schon vorher. Ich weiß, habe. Oh Gott, sag ich, Alter. Er hat es nicht gesehen. Nee, er hat es nicht gesehen, ja. Ach, Hobbyfilmer, das war jetzt... Ja, siehst du, jetzt war ich einmal abgelenkt. Jetzt haben wir natürlich hier eine falsche Entscheidung getroffen im Team. Setz das Haar mal... Direkt vor dir. Nein. Setz das mal Haar mal und... Nee, warte. Jetzt muss ich überlegen. Lass ihn doch mal selber spielen, halt die Klappe. Ist echt so. Weißt du, wenn sie zwei Männer unterhalten, haltet ihr euch bitte mal. Ich werde ihn gleich muten, weißt du? Ja, können sie auch lassen. Noch weiter aus. Käfig. Edmund Kunst. Ja, gut so. Ach. Alter, deine dreckige Lache. Ja. Geht mir schon seit einem Dreivierteljahr ein bisschen auf den Keks. Boah, jetzt geht's los jetzt hier, weißt du? Das ist die Wahrheit auf dem Tisch. Die Wahrheit auf dem Tisch. Los, mach Hobbyfilmer. Ja, schön. Ja, genau. Aus Steven raus. Nee, das war wieder blöd. Ja, klar. Kann er nicht. Ob das jetzt so schlau war, Bio? Ja, da kann er nicht so also wirklich viel machen, eigentlich. Was er ist. Jetzt brauchen wir mehr, um ihn rauszuhauen. Ja, aber guck mal, wir kommen mit einer Viererkolonne an. Das läuft schon. Ja, jetzt nur zwei. Ja, nee, das läuft schon. Guck mal, jetzt kannst du. Achso, nee, kannst du nicht. Das bin ich ja. Glaube ich eigentlich eine 1 am besten. Eine 1. Oh, was immer eine 3? Das Schlimme ist, es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. Ja, fast. Das macht das wieder so spannend. Das ist dieses Fiese an der Sache. Mach auf. Ja, es ist offen. Jetzt gibt's jetzt wird Blut geleckt. Mach mal bitte hier im Innenkreis. Wir halten uns nur an. Unter meiner S-Bahn. Mach recht. Ich will mir alles offen lassen, weil wir kommen jetzt von oben. Wir kommen jetzt von oben noch. Oh, jetzt ist spannend. Jetzt krieg ich da keine 1 mehr. Mach dir mal keine Sorgen. Steven, guck mal, jetzt kannst du Bio. Ja, das ist jetzt okay. Nee, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Doch, das hat viel Sinn gemacht. Oh, Hobbyfilm, eine 6? Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid, Hobbyfilm. Ja, hab ich so. So, was haben wir denn jetzt hier? 2, 3, 4. Was soll denn das jetzt? Ja, weiß ich auch nicht, aber ich, komm, ich kann hier aufmachen. Ja. Hier auf. Und wo hauen wir es hin? Wie können wir denn hier noch ein bisschen ärgern? Hier, so, zack. Oder Dose eingemauert. Oh, Phasus hat eine 3. Er hat nur eine 3. Oh, das ist traurig. Oh. Harte Phasus.
Eure dreckige Schadenfreude, ja. Schadenfreude ist die beste Freude, habe ich mir sagen lassen. Erstens ist es eine Schadenfreude und keine Schadenfreude, ja. Mach lieber irgendwas, los. Genau. Und zweitens, nein, es ist nicht die beste. Wo kommt denn diese Haarzeichen da schon wieder her, da? Das gibt's doch gar nicht. Welches Haarzeichen? Ja, von der S-Bahn da, von der BR481 da, Dingsbums da. War das schon? Die ganze Zeit da. Die ganze Zeit da. Der Schnellchecker. Alter. Also, nicht einpennen. Du kannst eh nichts machen, Skippe. Boah. Eine 2. Ja. Das tut mir leid, aber ich war nicht der böse Hobby-Filmer, ja. Nee. Genau, hast du jetzt noch gesagt, dass das Haus direkt vor dem Ziel so, ist. Guck mal, jetzt machen wir hier noch auf. So, damit wir das jetzt vollständig machen. So, machen wir hinten zu. Ja, der Fall ist ziemlich nah. Jetzt ist alles offen. Und Fahrer hat eine 6, sehr schön. Jetzt ist der Fahrer selber klarkommen, da oben mit dem Bus und der U-Bahn. Kann ich nicht sagen. Ja, aber du kannst ja mal. Kannst du mal so gucken, wenn du irgendein Haarzeichen erwischt, dass du irgendwie gut hinsetzt, dass du... Alter, hör auf, auf den zu hören. Aber du hast sonst keine Chance mehr zu gewinnen. Denk ein bisschen nach. Wir haben schon ein Haar. 4, 5, 6. Alter, wenn du das jetzt machst, ne? Ja, ja, guck mal, jetzt hier links neben mir, das einmal die Haarschein. Mein Gott, Alter. Pio, kannst du nicht bitte vom Discord bannen oder so? Das ist echt weh. Das Schlimme ist, ich kann ihn ja wieder entbannen, ne? Ja. 3, 4. Ich kann nichts machen! Scheiße! Ich hab bloß. Oh, Entschuldigung! Oh, das wollte ich gar nicht sagen! Toll, Pio. Alles versaut. Oh, Pio, oh Mann. Ich kann nichts machen. Der muss dann aber wegpiepsen, ne? Von heute ist das klar. Die ganze Folge wird weggepiept. Nö, also die klugen Ratschläge von mir kannst du. Ach so, die klugen Ratschläge, die du Hobbyfilmer gegeben hast, meinst du? Ja. Immer unser geil. Teamwork. Sensationell. Na, eins, macht ja voll Sinn. Oh, die eins, kannst du mir die geben, Hobbyfilmer? So, was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, guck mal hier, zack. Ja, das wird gefährlich für Fahrzeugs. Eine 2. Gefährlich. Schlimm ist, er kann nichts machen, weil er fliegt so oder so jetzt. Mal gespannt, wie es Ende wird. Aber man muss sagen, es bleibt spannend. Richtig nervig. Nach 40 Minuten. Steven, hau doch den Bio einfach mal raus. Lässe du ruhig. Da oben checkt man sich nichts mehr, habe ich von irgendjemandem. Wie er dich jetzt umgart, merkst du das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Eine 1, eine 4 oder eine 6 brauche ich. Ne? Das ist doch schon mal was. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Moment. Ja, die brauche ich natürlich nicht. Ja, toll. Aber dann komme ich hier schon mal hoch. Das ist ja schon mal was. Die brauche ich. Oh, nein! Da hat er gewonnen. Hast du gut gemacht, Hobbyfilme. Das hat gut zum Sieg geholfen. Ja, richtig. Also man muss ja eigentlich sagen, es haben gewonnen Hobbyflimmer und Phasis haben gewonnen. Dann die beiden dann nochmal zusammengespielt haben, aber... Ja, also, Leute. Wo ist das Lotus-Forum? Hier. Nee, das war ja nicht ehrlich gewonnen. Wir haben alles auf Band hier. Wir haben alles... Ja, wir haben deine Hypnose haben wir alle abbekommen hier. So, Leute. Aber das war immer eine Folge von Berlin Traffic. Mal gucken, ob wir noch eine jetzt im Anschluss machen. Ist zwar schon spät, aber vielleicht kriegen wir da eine hin. Ja, ich würde natürlich sagen, wir sehen uns aber zum nächsten Part dann wieder hier, wenn es weitergeht. Wir verabschieden uns. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.